Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Anwesende, ich will jetzt nicht die Ergebnisse der Studie auflisten, sondern auf der Basis dieser Ergebnisse, die also auch vorkommen, ein paar Anregungen und Gedanken für unsere Diskussion entwickeln. Die AfD ist der parteipolitische Ausdruck von etwas Größerem. Ich glaube, sie ist rechts, sie ist nationalistisch und nach meinem Dafürhalten, sie ist auch populistisch. Daraus ergibt sich das Verhältnis zu den Medien. Wer von sich selbst behauptet, wir, und zwar nur wir, nicht die anderen, wir und nur wir sind das Volk, wir sind seine authentische Stimme, dem Volk gegenüber steht eine korrupte, selbstsüchtige Elite, der wollen wir die Macht entreißen, dem sind im Prinzip alle intermediären Instanzen der Gesellschaft, also alle, die den Pluralismus der Interessen vermitteln, ausgleichen wollen, Kompromisse finden wollen, die dazwischen sind, ein Dorn im Auge. Und nach dieser Logik sind alle, und jetzt kommt es auf das Adjektiv an, oh, das ist schön. Lässt Sie besser dastehen. Ja, das lässt mich besser dastehen. Sehr gut. Nach dieser Logik sind alle, und jetzt kommt es auf das Adjektiv an, alle redaktionell geführten Medien, die also auswählen, die sagen, das ist wichtig, das ist unwichtig, und die erklären wollen. Nach dieser Logik sind solche Medien prinzipiell manipulativ, elitär, korrupt oder staatlich gesteuert. Enemy of the people, sagt Donald Trump. Die AfD sagt das nicht wörtlich so, aber spricht von Lügenpresse und Staatsfunk. Und die AfD, Jupp Legrand hat darauf hingewiesen, hat selbst ihr eigenes mediales Zuhause gefunden, wo sie sich wohlfühlt, wo sie sich gegenseitig bestätigen, wo sie Anhänger rekrutiert. Und das sind die erregten, emotional geprägten Teilöffentlichkeiten des Netzes. Die AfD ist in diesem Sinne tatsächlich zur ersten Internetpartei geworden. Als redaktionell geführtes Medium darf man sich davon nicht treiben lassen. Man darf nicht sagen, oh, das explodiert im Internet, also ist es wichtig. Sondern man muss selber Kriterien entwickeln. Das mussten viele redaktionelle Medien erst lernen. Und meine Bilanz ist, es ist auch besser geworden. Die Berichterstattung erfolgt kontinuierlicher, also nicht nur von Ereignis zu Ereignis, ist etwas überblickshafter geworden, folgt nicht mehr so sehr dem Reizreaktionsschema. Also es funktioniert nicht einfach so, Beatrix von Storch setzt einen Tweet ab und sofort findet das Eingang in alle Nachrichten, sondern man überlegt stärker, müssen wir das jetzt melden oder nicht. Es gab inzwischen eine Fülle sehr guter Porträts von AfD-Politikern. Es gab sehr wichtige Enthüllungen zum fragwürdigen Finanzgebaren, auch in jüngster Zeit, auch zu personellen Querverbindungen hinein, so in die rechtsradikale Lager oder in diese neurechte Szenerie. Die Live-Interviews sind besser geworden. Dabei meine ich nicht nur dieses schon fast legendär gewordene Interview von Thomas Walde mit Alexander Gauland, sondern zum Beispiel lohnt es sich auch, kann man noch nachschauen heute im Netz, ein halbstündiges Gespräch von Philipp Menn für die WDR-Sendung 1:1 mit Alice Weidel. Ich glaube, es muss noch tiefer recherchiert werden, noch genauer hingeschaut werden bei der Fragestellung, wie organisiert die AfD als Partei und der Populismus als Bewegung eigentlich seinen Einfluss? Welche Beziehungsnetzwerke werden aufgebaut? Wer sind die Berater? Welche Rolle spielt der ein oder andere Politikwissenschaftler, der vielleicht mal Ideen inspiriert, der eine große Petition macht gegen den Begriff Hetzjagd in Chemnitz, der bei jeder AfD-Veranstaltung dabei ist und dann doch plötzlich im Radiointerview als unabhängiger Wissenschaftler vorkommt? Ich sage mal als Beispiel, im Landtag in Sachsen-Anhalt gibt es Folgendes.
Da gibt es eine Enquete-Kommission des Landtags, das heißt die Enquete-Kommission Linksradikalismus. Vorsitzender dieser Enquete-Kommission ist André Poggenburg, AfD. Die Einrichtung dieser Enquete-Kommission und auch die Wahl des Vorsitzenden erfolgte mit vielen gemeinsamen Stimmen von AfD und CDU, obwohl die CDU ja in einer Regierungskoalition ist, die eigentlich nicht erlaubt, mit anderen Parteien zu stimmen. Wie konnte es dazu kommen? Wie ist dieser Einfluss organisiert worden? Wo gibt es Übereinstimmungen? Warum gab es da nicht eine Barriere gegen die AfD? Solche Fragen müssten meines Erachtens noch genauer untersucht werden. Auf eine große Schwäche bin ich gestoßen, als ich mir jeweils für 3 Monate sehr detailliert die Berichterstattung von 2 regionalen Abo-Zeitungen angeschaut habe, der Nürnberger Nachrichten und der Oberhessischen Presse aus Marburg. Ich habe diese beiden gewählt, weil das parallel zu den Landtagswahlen in Bayern und Hessen war. Dort ist jeweils die Politikberichterstattung sehr stark zentralisiert. Man könnte auch sagen, sie kommt eigentlich nur im Mantelteil vor. Sobald es ins Regionale geht, spielt Politik mehr keine Rolle mehr. Typisch erscheint mir folgendes Ereignis. In Gießen findet der Landesparteitag der hessischen AfD statt. Dort beschließen sie das Wahlprogramm für die Landtagswahl und die Kandidatenliste. Wer sich geografisch ein bisschen auskennt, weiß, von Marburg nach Gießen schafft man es eigentlich auf dem Fahrrad. Aber aus dieser Marburger Zeitung, die die Region bestückt, gibt es gar keinen Redakteur, der dahin fährt. Man übernimmt einfach eine kurze dpa-Meldung von dem Parteitag, der nebenan stattgefunden hat. Und so entsteht insgesamt der Eindruck, das gibt es überall, die AfD, in Thüringen, in Meckpomm, da gibt es auch Berichte drüber, nur bei uns gar nichts. Es gibt keine Kandidatenvorstellungen, es gibt keine Berichte von irgendwelchen Veranstaltungen oder sonst was. Aber ab und an, und zwar durchaus kraftvoll, gut, gibt es dann einen ganz heftigen Kommentar. Wenn man die liest, merkt man auch, der kann schreiben, dieser Mann. Also ich kenne den gar nicht, Michael Augustin heißt er. Nur es wirkt völlig unbalanciert, wenn es das Phänomen eigentlich gar nicht gibt in der eigenen Nähe und ab und zu ein unglaublich kräftiger Kommentar dazu da ist, aber keinerlei Bericht. Ich glaube, dass es da ein ernstes Problem gibt, dass die deutsche Printlandschaft wirklich an der Basis schwächelt. Frank Überall hat das eben genannt, manche Zeitung sieht aus wie ein Agenturfriedhof. Und so ist es auch. Also das wird unreflektiert alles von Agenturen übernommen, kaum einzige Berichterstattung. Eine große Schwäche finde ich auch, das, was man nennen könnte, den Subjektivismus oder einen Ich-Journalismus. Mir fällt auf, dass das sehr stark ausgeprägt ist, besonders in Medien, die jugendaffin sein wollen. Ich habe als, nicht weil ich sozusagen die Frau im Einzelnen kritisieren möchte, nur als Typus herausgegriffen einen WDR-Film, der hieß Ich und die AfD. Der geht so los nach 10 Sekunden. Und ich bin die Franziska, sagt die Autorin. Sie sagt also nicht, ich bin ihre WDR-Reporterin, ich erkunde an ihrer Stelle mal, wie man mit der AfD diskutieren kann und so weiter. Nein. Wir sehen die auch immer, diese Franziska, wie sie nachdenkt, wie sie zuhört. Die sucht jetzt den Dialog mit der AfD. Am Ende ist sie ganz erschöpft und sagt, so viel wie in den letzten Wochen habe ich noch nie über Politik diskutiert, aber es fühlt sich gut an, wir konnten offen reden. Das Problem des Films ist, wie die Diskussionen verlaufen. Die verlaufen etwa so. Ein Kölner AfDler erklärt dieser Franziska, pass mal auf, ich glaube, die Weltbevölkerung steigt enorm. Daraus resultiert, die Migration wird steigen, daraus resultiert, wir als Nation müssen uns schützen. Dann antwortet Franziska, was in 15 Jahren sein wird, weiß ich auch nicht, aber weißt du, ich habe einfach keine Angst davor. Das kann man machen, aber ein richtiges Gegenargument ist es natürlich nicht. Ja, also es ist so, dass man ständig nicht über Sachverhalte streitet, auch nicht über Begriffe, sondern eigentlich konträre Gefühlslagen und Bekenntnisse gegeneinander stellt. Und das ist für die wirkliche Auseinandersetzung zu wenig. Man könnte auch sagen, es reflektiert das, was Andreas Reckwitz in dem interessanten Buch genannt hat, die Gesellschaft der Singularitäten.
Und er sagt, Reckwitz, naja, der Kern des Politischen ist schon die Rekonstruktion des Allgemeinen. Man muss also über Allgemeines reden, nicht nur über sich selbst. Es gibt einen amerikanischen Historiker, der heißt Daniel T. Rogers, der hat ein schönes Buch geschrieben, das heißt Age of Fracture. Darin sagt er, er hat generell die Sorge, dass es sozusagen eine Entwicklung gibt vom Großen zum Kleinen, also von Keynes zu Milton Friedman, von gesellschaftlichen Überlegungen zu Identitätsüberlegungen. Ich bin Hipster, ich bin junge Mutter, ich als Start-up-Unternehmer sehe das so und so. Also dass das Ich immer kleiner wird. Am Ende stünde dann, auch wenn generell Toleranz gemeint wird, Toleranz gegenüber allen Identitäten, steht dann doch Maggie Thatchers altes Votum, there is no such thing as society. Achtsamkeit ist sehr modern, es gibt eine hohe Sensibilität gegenüber kleinen Unterschieden. Ich glaube aber, wir dürfen unser Nachdenken nicht darauf beschränken, wer wir sind und was uns glücklich macht und wie der Wohlstand nun möglichst hügelig auszustaffieren ist, sondern wir müssen auch über das nachdenken, was Ulrich Brandt und Markus Wissen nennen, unsere imperiale Lebensweise. Die machen gute Beschreibungen, stellen viele Fragen, haben wenig Antworten, aber ich glaube, es führt keinen Weg darum herum, nachzudenken über die großen Unterschiede auf der Welt, weil ich glaube, wir sind in einem neuen Zeitalter. Es kommt was Neues auf uns zu an Migrationsbewegungen in der Welt. Was ich auch bemerkt habe, ist, dass viele junge Journalisten heute einfach ein bisschen zu ahnungslos sind, wenn es um deutsche Kultur und deutsche Geschichte geht. Wenn man so Interviews übt, kann man den ohne weiteres Stresemann als Nationalisten verkaufen und Bismarck als Friedensengel, ohne dass es Widerspruch gibt. Ich glaube, man muss da nachlegen. Man muss so ein paar Grundsachen, dass der Weg zur deutschen Einheit über Kriege geführt hat, wissen, um auch Erbschleichereien und Deutungsangebote der Populisten widerlegen zu können. Viele konkurrierende Parteipolitiker wollen den Einfluss der AfD oft dadurch eindämmen, indem sie hauptsächlich Sozialpolitik machen und damit sozusagen die Unzufriedenen, die Abgehängten oder wie man sie nennt, befrieden. Ich glaube, das reicht nicht aus. Ich glaube, man muss einfach konstatieren, wenn es einen Kulturkampf von rechts gibt, muss man ihn annehmen, wir können ihm nicht ausweichen. Und dafür gibt es eine stilistische Maxime, die hat meines Erachtens Michelle Obama wunderbar formuliert, when they go low, we go high. Am Dialog führt kein Weg vorbei. Das heißt aber nicht, dass man jedes Dialogangebot annehmen muss. Ich finde es zum Beispiel nachvollziehbar, dass Kai Gnifke für die ARD und Peter Frey für das ZDF eine Einladung der AfD angenommen haben. Aber ich hätte zum Beispiel auf Bedingungen bestanden, etwa eine paritätische Diskussionsleitung oder dass es nicht einfach eine Veranstaltung der AfD ist, unter deren Schildern ich dann sitze und mich rechtfertigen muss. Und es gibt natürlich rote Linien inhaltlicher Art, also die Gleichwertigkeit der Menschen, eine Erinnerungskultur, die akzeptiert, dass der deutsche Nationalsozialismus ein Zivilisationsbruch war. Die Grenzziehung ist nicht einfach, ich weiß, gerade weil die AfD diese Grenzen ja aus systematischen Gründen versucht aufzuweichen. Und weil es in unserer deutschen Geschichte nicht so etwas gibt wie ein Vorbild für einen demokratischen Nationalismus. Das mag bei Nationen, die zerrissen waren, die unterdrückt wurden, die besetzt wurden, anders sein als bei uns. Bei uns aber war Nationalismus immer Zuträger oder Steigbügelhalter für dann etwa die nationalsozialistische Diktatur. Darum kann als demokratisch nur gelten, wer sich davon glaubwürdig und nicht einfach nur kosmetisch abgrenzt. Die AfD, das muss man einfach nüchtern konstatieren, baut aber auf die Mobilisierungskraft der Aktivisten rechts außen. Viele fragen nun, ist da nicht der Verfassungsschutz gefragt? Ich finde, das mag von symbolischem Wert sein, bin aber sehr skeptisch. In der Realität würden, glaube ich, hauptsächlich ein paar Stellen geschaffen von Leuten, die Zeitungsausschnitte sammeln
Und ein paar eher halbseidene Gestalten würden doppeltes Gehalt beziehen, weil sie in der AfD arbeiten und für den Verfassungsschutz. Wie gesagt, symbolischen Wert macht das haben. Ich glaube aber, dass die Auseinandersetzung wirklich Aufgabe der Zivilgesellschaft und der parteipolitischen Konkurrenz ist. Und salopp gesagt, wir mit dieser rechtspopulistischen Herausforderung müssen wir schon selber fertig werden. Ich denke, wir können das auch. Wenn wir uns dessen bewusst sind und auch glauben, dass wir es können, dann glaube ich auch, dass ein erklärender, ein auch Orientierung gebender Journalismus sich durchaus als Teil einer größeren kulturell-geistigen demokratischen Bewegung verstehen darf. Vielen Dank.